Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, wir haben in der letzten Folge den Stützpunkt errichtet und jetzt wollen wir mal gleich gucken, wie es weitergeht. Ey, der sieht aber auch geil aus, der Ork hier, ne? Der hat auch was. Das ist auch so leichte Farbe von der Horde. Komm zur so. Sache. Oh. Oh, was war das? Eine Rakete. Eine Rakete. Redet mit mir. Kommt bald wieder. So. Zeit, Gold, ihr versteht den Zusammenhang. Okay. Sprich mir eine. Oh, müssen wir jetzt echt so rein? Hier gibt es einen Flugpunkt, ne? Hier habe ich, glaube ich, gerade einen Flugpunkt gesehen. Doch, da hinten. Fliegen wir mit der Rakete? Nee. Oder? Yo. Wir hätten doch den Flugpunkt vorher annehmen sollen. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Dann Plan B. Wir laufen den Weg zurück. Toll. Ich wusste, wir hätten vorhin direkt den Flugpunkt holen sollen. So, dann probieren wir querfeld schnell einzulaufen. Zack. Alles, was wir finden, nehmen wir nochmal schnell mit. Ein Allianzler, den lassen wir mal in Ruhe. Das war klar, dass er uns nicht in Ruhe lässt, oder? Doch, lässt uns in Ruhe. Gott sei Dank. Aber wir sind ja auch in deren Gebiet, ne? Ja, das Gebiet hat auch was, muss man mal sagen, ne? Aber wir wollen erstmal unsere Hauptstory auf unserer Insel weitermachen, bevor wir die anderen Inseln weiter questen. So. Nehmen wir noch geradeaus. Das nehmen wir mit, das Kraut. Die Kräuter. Wenn wir schon keine Questen gerade hier machen können, dann sammeln wir wenigstens die Kräuter gleich mit ein. So. Töten. Du kannst schon mal holen. Wo kommt denn die Biene auf einmal her? Wo kommen denn eigentlich die ganzen Tiere hier auf einmal her? So, zack. Ich brauche ein Ziel. Aufmauen, bevor hier irgendwas noch kommt. Oh, hier der schöne Mond, ne? Warum auch mal ein Foto von? So, weiter geht's. Da ist noch ein Kraut, ne? Na komm, dich töten wir nochmal schnell. Dann wird das halt unsere Farmrunde hier. Wo kommst du denn her? Ich habe kein Ziel. So. Zack. Auch abge. Abgebaut das Erz. So, ich loot mal. So, und aufmachen. Warum ist unser Tier tot? Warum ist unser Tier tot? Hauen die hier so rein, sehr, dass mein Tier hier schon zweimal gestorben ist? Diese komischen Viecher wieder. Ne? Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid alle sehr komisch, muss ich sagen. Ihr seid irgendwie alle sehr komisch. So.
Kommen wir denn da runter? Ich glaube hier lang, ne? Hier lang sind wir gekommen. Jetzt holen wir uns nochmal schnell einen Flugpunkt erstmal. Ja, ich glaube hier sind wir lang gefahren. Genau, hier haben wir eine Aufgabe angenommen. So, wo ist hier dieser komische Flugpunkt? Bevor wir dich ansprechen, hier muss doch irgendwo der Flugpunkt sein. Da ist eine Leiter. Ah, hier ist unser Schiff. Ach, ganz oben. So, und dann sprechen wir mit unserem kleinen Bootsführer. Guten Tag. Was wollt ihr? Geht! Sichert so, euch den. Und die Fahrt geht zurück. Ich trinke mal kurz was. Oh, da sind wir ja schon wieder da. Das ging aber relativ fix. So, Herr Pestrufer. Raus damit! Na, gib mal ein bisschen Macht, das ist sehr schön. Das war's hier bei dir. Okay. Oh, geschafft, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir das abgeschlossen. Das haben wir. Wir können mal gucken. Wir haben noch einen neuen Begleiter bekommen, ne? Was kriegen wir denn hier? Ruf. Nehmen wir das mal. Schicken wir mal los. Ruf braucht man immer irgendwann. So. Und dann gehen wir mal zum Flugmeister und fliegen nach Nasmia. Dass wir da die Aufgaben direkt auch weitermachen können. Dass wir heute noch ein bisschen was schaffen. Vielleicht schaffen wir noch 119. Das glaube ich zwar nicht mehr. Aber wir können ja mal gucken. Oder wir ziehen durch bis die 200. Ah, ich weiß nicht. Gucken wir mal. Man sagt, der König schenkt euch Gehör. Ja, der König schenkt noch Gehör. So, da fliegen wir jetzt mal kurz hin. Mal gucken, da können wir mal in der Zeit kurz gucken. Was haben wir hier? Die Aufgabe geben wir ab. Kriegen wir bestimmt eine Folgeaufgabe. Hier müssen wir auch noch finden. Blutsucher Jung Chung Chang. Den suchen wir auch noch. Jo. Mal gucken. So. Wir haben auch noch Post, ne? Die ist auch noch nicht geöffnet. Das müssten wir auch noch mal machen. So. Ich wollte mal gucken. Instanzen. Wir können uns ja mal in eine Instanz anmelden. Es gibt ja Bonus. Ne? Einmal am Tag gibt es ja ein bisschen mehr Erfahrung und 100.000 sind 100.000. Ne? Das bringt uns unser Ziel ein bisschen weiter. Und die fetzen, glaube ich, mittlerweile so schnell durch eine Instanz. Wartezeit 20 Minuten. Ja, okay, vielleicht in der nächsten Folge könnte es was werden, dass wir in die Instanz kommen. So. Der große Style-Check. Staubt eure Schulterstücke ab und kämpft in einer. Okay. So, aber da sind wir schon in Nasmia. Was ist denn hier los? Überholst du uns gerade? Nee, wir überholen dich. Nee, du landest. Da gehen wir erstmal die Aufgabe hier ab. Hier sind so viele Kräuter. Gucken wir mal, wir bräuchten eigentlich ca. 4000 kriegen wir. 100 Kräuter. Dann haben wir ein Level up. Und das ist echt traurig. Ich bin immer noch erholt. Das ist das erste Add-on, wo ich hochqueste, wo ich fast durchgehend einen erholten Balken habe. Alter, was war denn hier los? So. Und da sind wir. Oder? Ja. Nee. Doch. Hier müsste er jetzt eigentlich landen. Genau. Sehr schön. So, hier vorne soll schon mal gleich was sein. Das holen wir uns erstmal. Das ist hier unten. Dann rufen wir dann unser Tier. So, und dann werden wir mal die Aufgabe abgeben. So, wo ist er denn, der Gute? Da ist er ja. Ich habe viel zu tun. Ach so, das war's schon? Nur die Aufgabe abgeben? Gut. Dann werden wir die nächste Aufgabe. Findet Blutsucher. Das können wir ja machen. Das ist ja kein Problem. Er wird sich ja wahrscheinlich hier irgendwo rumtreiben, geradeaus. So, und hier ist natürlich wieder kein Kraut, ne?
Aber ein Schatz. Ein Schatz. Und ein Stern. Und ein Kraut. Alter Falter, jetzt geht's aber ab hier. Okay, das Kraut ist weg. So. Aber dich greifen wir erstmal an. Und dann werden wir hier gleich unsere Aufgabe. Der ist sogar auch hinter uns. Das passt perfekt, ne? Wie der Arsch auf Eimer. Wow. So. Ich glaube, wir müssen jetzt ab und zu unser Tier doch mal ein bisschen mehr heilen, weil sie jetzt auf dem höheren Level hauen so ein bisschen mehr rein. Habe ich das Gefühl, gut, der hat 90% unser Tier, ne? Zack. Oh, schon mal schnell den Schatz. Totstellen. So. Oh, jetzt immer noch 22%. Jetzt stirb doch mal. Und besiegt. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal schnell die Aufgabe ab. Können wir eigentlich hinlaufen. So, da. Oh, was beschwört er denn? Wie sollen wir das nur bewältigen? Hütet euch vor dem Blut. Ihr seid der Bossmutter. Ich mach mich los. Das gefällt mir. Bringt mehr in meine Höhle. Ich muss mit dem Meister Zwiesprache halten. Das war ja der Lore der Fledermäuse, ne? So, zack. Dann werden wir mal ins Häuslein und die Aufgabe abgeben. Zur Seite gesprungen. Haben wir da wieder drauf? Ne, wir haben uns verwandelt nur. Dunkle Zeiten. Ach ja, stimmt. Wir haben ja das bekommen, dass wenn wir uns die nähern, dass wir uns in die verwandeln. Stimmt. Kommt heil wieder zurück. Stimmt natürlich. So. Ah, tut mir leid. An euch sollen wir ein bisschen was testen. So. Testen wir die auch mal was. Die sieht aber auch so. Die hat was, ne? Die hat schon was. So, da hoch müssen wir. Da gehen wir auch gleich mal hoch. So. Dann werden wir mal hier kurz hoch. Ich glaube, die Kriegstrommeln sollen wir ertönen lassen. Genau. Ich komme zurück, wenn ich fertig bin, Mutter. Oh, hier ist ein Kraut und ein Sternmob. Die holen wir uns natürlich. Zack. So, wo bist du? Eieieiei. So. Was ist denn das jetzt? Ist also klar, dass wir angegriffen werden. Wir müssen den als erstes töten und dann die anderen. Jetzt greifen wir uns auch schon wieder an. So, zack. Wow. Laufen halt mal schnell weg. Schnell weg, schnell weg. So ist jetzt aber eng. Hat's geklappt, hat's geklappt. Ja, sehr schön. Das war aber echt eng, muss ich sagen. Na, essen wir mal glatt was. Das war, ja, auf den hohen Levelbereich, also so 118, na, da hauen sie ein bisschen mehr rein, haben ja auch meine Kollegen schon gesagt. In den hohen Levelbereich, da kriegst du öfters mal einen auf den Kopf.
So, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werden wir ein bisschen mehr in den Kriegstrommeln, ein bisschen in den Dorf mal aufräumen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr wisst es, Daumen da lassen, Abo da lassen, alles wie ihr wollt, wenn euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.